Im Kaffeehaus, schlägt Ruth Klüger vor, könne man in Ruhe miteinander sprechen. Was es für sie bedeutet, ein guter Mensch zu sein? Das Problem mit gutem Mensch sein ist, dass sich ja jeder einbildet, er ist ein guter Mensch. Es gibt, glaube ich, kaum jemanden, der denkt, ich bin ein schlechter Mensch, ich bin wunderbar. Nicht? Das gibt es vielleicht in Spielen. Nicht? I'm going to be the bad guy. Ja? Das ist ein großes Grinsen, aber dann meint man es nicht wirklich. Und das mag ein Problem mit dem guten Mensch sein darstellen, dass man gar nicht merkt, dass man es nicht ist, dass man sich immer in diesem Bewusstsein befindet. Man tut das Richtige. Im 7. Wiener Gemeindebezirk in der Lindengasse hat Ruth Klüger, geboren 1931 als Tochter eines Frauenarztes, ihre ersten Lebensjahre verbracht, bis man sie, weil sie Juden waren, zum Ausziehen gezwungen hat. Als Hitler in Österreich einmarschiert, ist Ruth Klüger knapp 7 Jahre alt. Dem Vater gelingt zunächst die Flucht. Mutter und Tochter werden 1942, Ruth Klüger ist 11 Jahre alt, nach Theresienstadt deportiert. Es folgen weitere Konzentrationslager. Der Vater wird in Auschwitz ermordet. Mutter und Tochter überleben. Ich wollte immer leben. Wissen Sie, wenn man 12 Jahre alt ist, will man leben. Nein, ich werde leben. Ich komme da raus. Das war so das Gefühl. Und nachher das Gefühl eben, ich habe das geschafft. Ich kann was, ich bin wer. Und dann war ich jahrelang in kindischer Weise stolz darauf, das KZ überlebt zu haben. Und später und auch jetzt habe ich eher so ein Gefühl von, was soll's? Wie soll ich das sagen? Das ist weit übertrieben, aber trotzdem, ich bin gar nicht rausgekommen, weil die anderen umgekommen sind und ich war ein Teil des Ganzen. Und es sind immer welche, die überleben. Wenn du in den Ameisenhaufen zertrittst, laufen ein paar weg. Ich bin unter denen, die da zufällig weg sind. Jüdisch sei sie nur in Abwehr geworden, hat Ruth Klüger einmal geschrieben. Also als Antwort auf die Ablehnung. Auf die Frage, ob sie das Alter religiös hat werden lassen, antwortet sie mit einem entschiedenen Nein. Jede Form der religiösen Orthodoxie ist ihr zutiefst fremd. Die Freiheit, seine Meinung äußern zu können, hält sie für einen unschätzbaren Wert. Man muss frei sein, Religionen zu beleidigen. Das gehört zur Meinungsfreiheit. Man muss frei sein, alles zu sagen, was nicht eine direkte Gefährdung ist. Alles. Also ich finde es auch merkwürdig, dass in Deutschland, Frankreich und ich glaube natürlich auch in Österreich man nicht sagen darf, dass der Holocaust nicht stattgefunden hat. In Amerika darf man das sagen, gehört zur Meinungsfreiheit. Ich höre dem, der das sagt, würde ich sagen, blöder Hund, du kannst ja nachlesen, was in Geschichtsbüchern steht. Ich würde argumentieren mit jemandem, der das sagt. Oder mich einfach abwenden und sagen, der weiß nicht, wovon er redet und außerdem hat er Vorurteile. Aber die Vorurteile haben darf man. Es ist nur die Regierung, die keine Gesetze erlassen darf, die gegen eine Religion gehen. 1947 emigriert Ruth Klüger gemeinsam mit ihrer Mutter nach New York. Kalifornien wird ihr Zuhause. Hier sind auch ihre zu Meilensteinen der Erinnerungsliteratur gewordenen autobiografischen Bücher Weiterleben und Unterwegs verloren entstanden. Die späten Ehrungen nimmt Ruth Klüger gelassen hin. Ich fühle mich natürlich geehrt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, da hat jemand einen Fehler gemacht. Die haben wirklich jemand anderen gemeint. Vielleicht jemand, der sich mit L. Krüger schreibt oder so irgendetwas. Und nachher wollten sie es nicht zurücknehmen. Aber was man so durch Glück oder Zufall bekommt, nimmt man auch dankend an, wenn es was Schönes ist. Erinnerung verbindet uns, Erinnerung trennt uns, hat Klüger einmal gesagt. Ein Treffen mit ihr, das vergisst man nicht.